ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist die Stelle, an der jetzt mir zum Beispiel Applaus, Rückmeldung und ein Gefühl. Da kommt der Applaus aus dem Publikum, der mir fehlt. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag, von dem ich sagen würde, der hat uns mitten in das Herz des patriarchalen Kapitalismus, des kapitalistischen Patriarchalismus, ist an dieser Stelle vielleicht sogar besser formuliert, hineingeführt. Genau mit diesem Eindruck gehen wir jetzt wie in den vorherigen Runden auch bruchlos vom Vortrag in die Forumsdiskussion. Und ich habe jetzt zuerst mal das Vergnügen, da sind Sie, unsere drei Köpfe. Ich habe zuerst mal das Vergnügen, Eva von Redeker in unserer Runde über die umkämpfte feministische Zukunft zu begrüßen. Eva ist Philosophin und Publizistin, hallo, da sehen wir uns, die zwischen den Rollen der strenger akademischen und der stärker öffentlichen Intellektuellen gerade wieder mal gewechselt hat. Sie hat etliche Jahre an verschiedenen Universitäten in Deutschland und den USA wissenschaftlich gearbeitet und gelehrt. Sie hat aber in den letzten Jahren immer wieder auch mit verschiedenen ihrer Publikationen über, wie ich vielleicht mal salopp formulieren kann, über Möglichkeiten bzw. Zukunft der Revolution viele öffentliche Diskussionen bestritten und das Nachdenken insbesondere in der jüngeren Generation über zukünftige Transformationen bei uns in Deutschland ganz sicher mitgeprägt. Im Augenblick ist sie wieder in der strikteren Wissenschaftlerinnenrolle, nämlich als Marie Curie Fellow in Verona mit einem Projekt über die Verhältnisse von Autoritarismus und Phantasmus. Atombesitz. Das hindert mich jetzt aber nicht daran, auf Ihr letztes Buch hinzuweisen, dass Sie, selbst wenn ich es richtig gehört habe, in öffentlichen Interviews bisweilen als mein Pop-Buch bezeichnet. Es ist ein Buch mit dem Titel Revolution für das Leben, das im Deutschen Fischer Verlag erschienen ist und aus jüngeren Formen des politischen Protests in Verbindung mit feministischen Perspektiven des Fürsorgens eine Kapitalismuskritik generiert, die Hoffnung auf neue Formen solidarischer Zukunft macht, wenn ich das so ganz knapp zusammenfassen darf. Und da haben wir, glaube ich, auch direkt die Brücke und die Verbindung zwischen unseren beiden Diskutantinnen heute. Herzlich willkommen, liebe Eva. Wir freuen uns, von dir jetzt zunächst einen kurzen Kommentar auf Ritas Vortrag zu erhalten, der uns dann in die gemeinsame Diskussion führen wird, hoffentlich auch mit vielen von denen, die uns jetzt zuhören. Bevor ich das Wort abgebe, eine kleine Bemerkung. Ich glaube, also das ist aus meiner Vorstellung hoffentlich schon deutlich geworden. Wir haben die beiden Diskutantinnen zusammengebracht, wegen der Vermutung, die wir haben, dass es viele Anschlussstellen gibt zwischen den beiden. Beide denken auf eine sehr prinzipielle Art und Weise über die Verhältnisse von Kapitalismus und Feminismus beziehungsweise Kapitalismus und Patriarchalismus nach. Beide tun das auf eine Art und Weise, die, so wie Rita uns das jetzt auch gerade am Ende gezeigt hat, auf eine sehr befreiende Art und Weise in die Freiheiten, auf die Freiheiten einer besseren, einer feministisch geprägten Zukunft verweist. Beide haben darin eine Hoffnung und einen Bezug von auf Revolution als Revolution für das Leben. Zugleich würde ich aber sagen, ich verspreche mir viel produktive Diskussion auch aus den Unterschieden, die er repräsentiert. Die Unterschiede, die wir ganz unmittelbar sehen können und die ich für das, was wir hinterher miteinander besprechen können, ganz entscheidend oder wissen wir nicht, weiß ich noch nicht, wie entscheidend sie wirklich sein werden, aber erstmal wirklich total spannend finde. Das sind zwei ja vollkommen unterschiedliche feministische Perspektiven, die wir hier miteinander konfrontieren. Insofern, als ich sagen würde, in dem, was ihr repräsentiert, nicht nur die Anthropologin und die Philosophin, also die eine, die aus den Lokalisierungen und den Blicken ins Detail ihre Perspektiven generiert und die andere, die eher sozusagen die universellen Fragen zu entwerfen hat, sondern auch aus diesem
Unterschied zwischen den beiden zu sagen, ein Feminismus, eine lateinamerikanische Feministin, die die Feminismen der 70er Jahre bis in die heutige Zeit hineinverfolgt hat, wo es immer um einen Feminismus des Kampfes und der Auseinandersetzung ging, und Eva, die eher jetzt als Person eine Perspektive repräsentiert, in der sich der Feminismus sozusagen das Recht oder die Perspektive des Kampfes ganz neu erstreiten musste. Also insofern bin ich gespannt auf die Verbindungen, aber auch auf das, was wir an Unterschieden zwischen euch hören werden. Und jetzt ist erstmal Eva dran mit ihrer Antwort. Tausend Dank, Uta, für die Einführung. Ich bin wirklich ganz dankbar und auch ein kleines bisschen eingeschüchtert, hier mit zwei solchen Ikonen des transnationalen gemeinsam sprechen zu dürfen. Wo wir über Sprechen sprechen, ich habe Echo. Auch für das Publikum. Dann mache ich meinen Output ganz leise. Bin ich jetzt noch gut zu hören? Ja. Okay. Also es ist, glaube ich, immer noch ein bisschen Echo, ne? Ich werde es nicht ganz los. Aber es ist besser jetzt. Genau, es ist eben keine körperliche Nähe, wie Rita Segato eben schon so gut gesagt hat. Einfach bitte durch den Chat nicht unterbrechen, wenn es nicht geht. Aber ich mache jetzt mal weiter. Ich glaube, dass dieser wunderbare Vortrag, den Rita Segato eben gehalten hat und den ich ganz gespannt gelauscht habe, ziemlich gut anknüpft an die Diskussion, die wir heute Morgen hatten. Und ich glaube, um das zum Eingang zu sagen, der Grund, weswegen ich so vollkommen fasziniert von dem Teil von Rita Segatos Werk, den ich bisher kenne, bin, ist, weil das eine Theorie der Verdinglichung enthält oder sozusagen darauf aufbaut, die nicht stehen bleibt bei sowas, was wir vielleicht im westlichen Feminismus auch so als Butler-Lesende, als Naturalisierung kennen, wo es nur darum geht, dass etwas sozusagen festgeschrieben wird, sondern ein Begriff der Verdinglichung, in dem es wirklich um Leben und Tod geht und um Aneignung und Gewalt. Und mir scheint, dass dieses Verständnis der Verdinglichung, dass sie prozessualisiert in dem in dem Begriff der Pädagogik der Grausamkeit, die ja für sie genau der Prozess ist, der etwas Lebendiges zum Ding macht. Also diese grausamkeitsvermittelte Verdinglichung, die scheint mir antwortet auf das Desiderat, was wir heute Morgen in der Diskussion hatten, wo Ulrike Herrmann in dem sehr instruktiven Vortrag eine sozusagen von England und der industriellen Revolution ausgehende Theorie des Kapitalismus vorgestellt hat, die dann bei vielen Zuhörerinnen auf sozusagen Skepsis stieß, weil die These war, dass die anderen Ungerechtigkeiten und Ausbeutungsverhältnisse, die es so gibt, jenseits der Ausbeutung der Arbeiterklasse, eher durch politische Nebenschauplätze oder sozusagen durch genuin politische Faktoren in die Welt kommen und der Kapitalismus selbst das Patriarchat und den Kolonialismus und den Rassismus nicht bräuchte, dass er sozusagen ohne diese Art von Grausamkeit funktionieren könnte. Historisch, also natürlich, das ja Frau Herrmann selbstverständlich nicht in Frage gestellt, historisch ist es eben aus dieser Geschichte hervorgegangen, braucht sie aber nicht. Und ich glaube, mit Rita Segato kann man jetzt sagen, die Frage stellt sich ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern in der Geschichte, wie sie geworden ist. Und der Kapitalismus als Akkumulation von Wert und Profit hat immer einen Zwischenschritt, in dem das, was akkumuliert wird, was als Ressource benutzt wird, was auch als Arbeitskraft benutzt wird, aneigenbar gemacht werden muss und gefügig gemacht werden muss. Und letztendlich sogar getötet werden muss, sozusagen handhabbar gemacht werden muss durch eben die Pädagogik der Grausamkeit. Und dass wir den, das betont sie auch an vielen Stellen, dass wir dem der Akkumulation auch Widerstand leisten können, indem wir auf bestimmte Art lokalisiert
community-basiert verbunden bleiben und nicht zu dingbegehrenden Individuen werden. Und diese beiden sozusagen historischen Großtendenzen, die sie unterscheidet, also das Streben nach Bindung und das Streben nach Dingen, stellen sowas wie zwei alternative Subjektivierungen dar, wovon die eine Grundbedingung für jede Form von selbstzweckhafter Akkumulation wäre. Und diese Verdinglichung oder die Pädagogik der Grausamkeit hat sie jetzt heute nochmal besonders betont, habe eine Geschichte. Es ist nicht einfach geschichtslose Brutalität, die es eben unter Menschen und vielleicht sogar je roher und sagen, primitiver sie sind, umso mehr immer gibt. Es ist nicht so, dass immer irgendwo Gewalt aufgewendet wird und Dinge weggenommen werden, sondern dass es eine spezifische Geschichte eben dieser Pädagogik der Grausamkeit gibt. Und das bringt mich vielleicht zu einem der Kernbegriffe in meiner Analyse und auch, also wenn, Uta hat sich das ja gewünscht, meinetwegen sogar schon zu einer Art Kontroverse, nämlich, was ist jetzt die Geschichte der Pädagogik der Grausamkeit? Und mein Vorschlag wäre zu sagen, dass das die Geschichte des Eigentums oder die Geschichte der Eigentumsform ist. Die Geschichte dessen, wie und als was wir eingehegt haben. Und also aus Rita Segatos früheren Arbeiten kenne ich diese Beschreibung der Übersetzung von milderen Formen des Patriarchats, die dann zum Scharnier werden für brutale westliche kolonialistische Vollformen des Patriarchats. Und da würde ich sozusagen auch sagen, vielleicht muss man da noch stärker vorgängig mitbetonen, dass die Einhegung und Aneignung von Land und die Landnahme diese Art der vollen Unterwerfung vorzeichnet, die dann auch den Frauen widerfährt. Und jetzt hat sie in dem Vortrag heute ein eigentlich ganz anderes Regime beschrieben, nämlich ein Regime der virtualisierten, vielleicht auch datafizierten Einhegung, wo wir nicht so sehr zu Volleigentümern einer unterworfenen Domäne werden, sondern zu gespenstischen Individuen, die vergessen haben, dass sie überhaupt sterblich sind, weil sie quasi im Besitz einer Illusion ihrer selbst sind. Und das scheint mir eigentlich einer gegenwärtigen Form von Eigentum, die viel abstrakter ist als ursprüngliches auf Land bezogenes Kolonialeigentum zu entsprechen. Nämlich dem, was man Age of Access oder auch sozusagen die Sprache von Programmierung, Einhegung durch Algorithmen, Lizenzierung nennen könnte. Und so, dass die Geschichte der Pädagogik der Grausamkeit sich vielleicht sehr nah an der Geschichte des Eigentums orientiert. Und das würde mich jetzt zu dem letzten Punkt bringen, nämlich der Rolle des Todes da drin oder des Nicht-Sterben-Könnens. Ich finde das wirklich eine unglaublich beeindruckende Analyse, zu sagen, das Problem ist, dass wir einen dummen Unglauben an den Tod haben. Und gleichzeitig frage ich mich, ob nicht das Problem nicht der Unglauben an den Tod ist, sondern eigentlich dass die notwendige Verdrängung des gefürchteten Todes, der nämlich die Macht des Eigentumssubjekts als vollkommen phantasmatisch entladen würde. Denn wenn ich so mein Selbst verstehe als das des Eigentümers, dann brauche ich etwas anderes, etwas Äußeres, was tot ist. Und das, also in meinem Werk spreche ich dann von Sachherrschaft, also der Haltung, die das Subjekt auf der modernen Eigentumsbeziehung modelliert, wo Eigentum nicht nur heißt, dass man etwas aneignen oder erobern kann, sondern auch, dass man volles Dominium, volle Verfügung darüber hat und es zerstören kann. Also es gibt etwas Äußeres, über das ich volle Verfügung habe, das ich letztendlich behandeln kann, als sei es leblos. Und wenn nun
ich selber vom Tod bedroht bin, dann unterläuft das meinen Status als Eigentümer, der zum Beispiel auch voraussetzt, dass man so komplett, wie sie das immer beschreibt, abgeschnitten ist von dem Objekt. Also diese starke Subjekt-Objekt-Trennung, die wir in dem Streben nach Dingen in Rita Segatos Vokabular haben, die ist ja modelliert auf dem Subjekt-Objekt-Verhältnis des Eigentümers über seine Dinge. So, und der Eigentümer ist einer, der den Tod immer woanders ansiedeln muss. Und deswegen könnte man vielleicht auch sagen, dass die Antwort auf die dumme Unglaublichkeit an den Tod oder eine naive Vorstellung davon, dass man das Leben kontrollieren könnte, auch nicht eine einfache Akzeptanz des Sterbens, sterben können, zum Beispiel durch die Pandemie ist, sondern dass solche Pandemiepolitiken, wie wir in vielen der neoliberalen Länder und also jetzt auch in Brasilien sehen, die das Virus benutzen, um bestimmte Bevölkerung dem Tod auszusetzen, Teil des Versuchs sind, manchen Leuten weiterhin zu erlauben, an ihre Unsterblichkeit zu glauben, weil sie sozusagen sehen, dass der Tod woanders wüten gelassen wird. Insofern wäre dann wiederum auch diese These, dass das Virus alle betrifft, nochmal durchtrennt durch die partielle Fantasie der Unsterblichkeit, die natürlich trotzdem nicht stimmt. Die Leute werden trotzdem krank, aber sie können so tun, als würden andere Leute den Schauplatz des Todes darstellen. Und die Gewalt anderes, sozusagen der Grausamkeit, wird dann vielleicht in ihrer Prekarität nochmal deutlicher. Also dass es immer schon bedroht ist durch die Endlichkeit und man gerade darum immer wieder das Leben in Dinge verwandeln muss, und gerade weil das nicht endgültig gelingt, immer mit zusätzlicher Gewalt versuchen muss, dieses Phantasma aufrechtzuerhalten. Ich sage jetzt in der letzten Minute vielleicht noch eine Sache zu der möglichen Gegenstrategie. Denn also in Rita Segatos Werk ist ja die positive Gegenkonzeption zu dem Streben nach Dingen, das Streben nach Bindung. Und sie lädt dann dazu ein, zu sagen, dass es bestimmte Orte, zum Beispiel in indigenen Gemeinschaften und Communities, die geschafft haben, ihre Bindungen zu verteidigen, gibt, die man sich zum Vorbild nehmen könnte für lebenswahrende Politiken. Und ich frage mich, ob man auf Basis dieser neuen Analyse, wo es eben um die ständige Herstellung des Dinghaften geht, nicht noch präziser sagen könnte, also oder andersrum, Uta hat ja darauf nochmal so hingewiesen, aus der Perspektive des globalen Nordens, wo ich zwar in einem kleinen Dorf lebe und auch sozusagen vom Land lebend, also auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, glaube ich, dass die Communities, die wir hier finden, natürlich alle mit strukturiert sind durch diese westliche sachherrschaftliche Subjektivität. Und dass man deswegen noch zusätzliche Kriterien dafür bräuchte, welche Art von Bindung bejahenswert sind. Und ich würde vorschlagen, dass das zum Beispiel welche sein könnten, die entvereigentümlichend sind. Man könnte auch sagen, die nicht grausam sind. Aber da kann man nicht stehen bleiben, sondern die Substraktion der Grausamkeit verlangt, und damit endete ja auch Rita Segatos Vortrag, verlangt eine Arbeit für das Leben und verlangt das Herstellen anderer Bindungen, die nicht einfach neutral sind gegenüber dem Leben, sondern die es ständig regenerieren und erneuern. Und vielleicht würde ich da
eigentlich mit der größten Neugierde nachfragen, ob es klang an manchen Stellen so in dem Vortrag von Rita Segato, als ob jede weitere Abstraktion der Eigentums- und der Brutalitätsbeziehung die Sache verschlimmert. Also die Videospiele und diese Zoom-Kommunikation, die hier ja auch nur so halb gelingt, machen die Gewalt immer virulenter und immer hochfrequenzhafter. Und ich frage mich andererseits, ob wir nicht auch erkennen müssen, dass viele dieser abstrakteren Möglichkeiten der Kommunikation auch Bindungspotenziale in die Welt setzen, die wir benutzen können, um der Brutalität entgegenzuhandeln. Also die vielleicht neben ursprünglichen Communities, die es geschafft haben, sich als Bastionen gegen den Kapitalismus zu erhalten, auch in diesen abstrakten Formen die Möglichkeit zur Gegenwehr oder zur Bildung lebensfördernder Beziehungen stünde. Und das hieße dann, glaube ich, dass die Geschichte der Pädagogik der Grausamkeit doch etwas dialektischer ist und schon auch in diesen neuen Stadien jeweils Emanzipationspotenziale eingebaut werden. Und ich will mich nochmal entschuldigen für dieses Echo. Ich hätte eigentlich mit meinem anderen Rechner teilgenommen und das war aber nicht Ubuntu-kompatibel, von wegen der Infrastruktur und der Aneignung. Und deswegen ist das jetzt irgendwie so schlecht. Also ich glaube, es hört sich für dich vielleicht schlechter an, als es sich für uns angehört hat. Ich habe es trotz Hörgeräten und Hörschädigung gut verstehen und nachvollziehen. Oh, danke. Ganz herzlichen Dank, Eva, für diese ganz direkte Antwort auf den Vortrag von Rita. Ich fand, das entspricht genau meinen Hoffnungen, miteinander ins Gespräch zu kommen und zugleich verschiedene Positionen deutlich werden zu sehen. Ich würde gerne Rita bitten, vielleicht noch mal direkt Bezug darauf zu nehmen, wie du das jetzt gehört hast, ob diese, also die Hörweise von Eva, sie sagt, das Eigentum ist das, was im Kern die Auseinandersetzung eigentlich, da müssen wir uns drum drehen, das ist der Punkt, der die Argumentation eigentlich antreibt, beziehungsweise um die herum sie sich bildet. Ich kann ja vielleicht noch mal meine Hörweise nebendran setzen. Ich habe Rita schon, also Eva jetzt stärker auf der Seite tatsächlich des kapitalistischen, nein, des patriarchalen Kapitalismus gehört. Mhm. Rita habe ich stärker auf der Seite des kapitalistischen Patriarchalismus gehört. Ich habe schon mehr die patriarchal gefasste Form dieses gewalttätigen Antriebs gehört. Also, dass du vielleicht noch mal direkt darauf antwortest, Rita. Und dann würde ich gerne noch, bevor wir ins Publikum gehen, vielleicht versuchen, einen kurzen Dreh dahin zu bringen, dass wir uns noch mal fragen, was die Bindungen, über die wir sprechen, eigentlich mit der Frage nach den Solidaritäten zu tun haben, die ganz vorne zu Beginn unseres Kongresses eigentlich stehen und die ja auch zu den Grundmotiven unserer feministischen Auseinandersetzung gehören. Also, jetzt das Wort an Rita nochmal zurück. Ja, vielen Dank für... Moment, ich muss hier wieder mal was schalten. Übersetzung aus. Ja, danke. Ich fand das sehr anregend und habe jetzt meinerseits dazu ein paar Anmerkungen. Zu der Frage der Aneignung durch Algorithmen. Das habe ich mir hier notiert. Ja, also diese bidimensionale Aneignung setzt ja die materielle Aneignung voraus. Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil, das bedingt sich gegenseitig. Und das steht nicht im Widerspruch zueinander, ganz im Gegenteil. Also die bidimensionale Aneignung durch Algorithmen, die funktioniert ja nur innerhalb dieser Geschichte des
sich aneignens der Dingwelt. Ich nenne das auch Usurpierung, Einsacken, sich aneignen, sich zum Besitz machen. Das eine ist ja der globale Markt. Das andere sind kleine, regionale, lokale Märkte, wie sie ja beispielsweise in meinem Land auch immer noch existieren. Und da gibt es auch immer noch kleine Orte, die ganz lokal begrenzte Märkte und Marktmechanismen haben. Und das dürfen wir nicht in einen Topf werfen. Und außerdem geht es ja um ein System, das natürlich heterogen ist, absolut vielfältig. Und das ist ja auch der Beitrag eines lateinamerikanischen Denkers, Quijano. Es gibt diese Heterogenität. Und ein System ist dann letztlich das, was alles in sich aufsaugt, was alles in sich aufnimmt, den ganzen Reichtum. Aber die Formen, in denen wir Beziehungen eingehen, in denen wir Besitztümer tauschen auf einem Markt, die sind in der Welt natürlich unglaublich heterogen beschaffen. Und das ist keinesfalls ein Prozess, der sehr gleichgerichtet abläuft, so wie wir das ja mal dachten. Also ich bin keine Anhängerin der monologischen Interpretationen, also dass es nur eine einzige Perspektive gibt, die über die anderen dominiert. Es gibt den materiellen Besitz, das materielle Eigentum, und natürlich gibt es hier auch eine Geschichte der Aneignung, ja, Kolonialismus und all das. Und das war ja auch ganz wichtig für Europa. In der Welt werden Reichtümer aus dem Boden geholt, aus den Menschen geholt. Und es wird auch viel biologisiert. Also das Patriarchat wird biologisiert. Das war natürlich nicht die ursprüngliche Form des Patriarchalen. Da gibt es eine ganze Reihe von theoretischen Überlegungen, die ich jetzt in den Raum stellen kann. Aber letztlich dieser Übergang zu einer kolonialen Modernität, die gibt es natürlich nur, weil es Kolonisierung gab. Es gibt keine Modernisierung ohne vorhergehende Kolonisierung. Und überall, wo es noch Räume gibt, an den Peripherien der Kontinente, wo es immer noch die ursprünglichen Völker gibt, da ist noch etwas davon übrig. Und genau dort wird ja heute aus dem Boden der Reichtum die Rohstoffe ausgebuddelt, die seltenen Erden und so weiter. Und da sehen wir, dass die Verdinglichung, die Reifikation der Welt voranschreitet, dass die Natur immer mehr in Nischen gedrängt wird. Das sehen wir, das sehe ich in meinem Kontinent ganz klar. Dieser Prozess läuft ab, und gleichzeitig und parallel haben wir die Bidimensionalisierung, die sehr weit vorangeschritten ist, durch die wir eben glauben, dass wir allmächtig und unsterblich sind. Wir sehen heute unglaublich viele Videokonferenzen, bei denen derjenige, der zu uns spricht, zu leben scheint, aber eigentlich ist er tot. Das ist das Spiel der Bidimensionalität, ja, dieses Spiel mit unserer eigenen Sterblichkeit. Manchmal höre ich Menschen am Bildschirm zu und merke erst später, dass dieser Mensch gar nicht mehr lebt, dass sein Bild in einem Archiv fortlebt, aber dieser Mensch an sich gar nicht mehr am Leben ist. Und das begegnet uns oft und häufig. Das andere Thema, und das habe ich beim Schreiben meines Textes gemerkt, ich hätte auch noch länger sprechen können, aber ich habe ja gar nicht genug Zeit. Außerdem, meine Bibliothek steht in Brasilia, ich selbst bin jetzt gerade in Buenos Aires. Das ging also alles gar nicht, aber das, was Anthropologen seit vielen Jahren bearbeiten, darauf wäre ich auch noch gern eingegangen. Was ist Glauben? Um ein Beispiel zu nennen,
Ein Fisch glaubt ganz fest an sein Medium, an das Wasser. Denn im Wasser kann er überhaupt nur leben. Glauben ist also der feste Glauben an die Realität, die um mich herum ist. Und diese Realität prägt mein Bewusstsein der Welt. Auch das ist Glauben. Nicht an den Tod zu glauben, ist ebenfalls eine Art von Glauben, der sehr basal ist, sehr fundamental. Also wenn man einen Menschen fragt, glaubst du, dass du sterben wirst, dann wird derjenige natürlich antworten, ja. Aber das meine ich nicht, diesen oberflächlichen Diskurs, sondern behandeln wir unseren Körper wirklich so, als wäre er sterblich, oder behandeln wir ihn eher, als wäre er unsterblich, unverletzlich? Und aus Zeitgründen und weil ich auch auf ein bestimmtes Buch, das ich im Sinne habe, von einem britischen Anthropologen nicht zugreifen kann, habe ich das jetzt mal außen vor gelassen. Das ganze Thema, was ist Glauben, was bedeutet Glauben? Wir glauben an das, was wir spüren, und wir glauben nicht an das, was wir nicht spüren. Und was wir spüren, das ist natürlich auch noch durch die Ratio, durch den Verstand beeinflusst. Da gibt es einfach riesige Komplexitäten, auf die wir jetzt gar nicht großartig eingehen können im Rahmen unseres Forums und in der gegebenen Zeit. Aber es gibt da noch ein ganz interessantes Thema. Jedes Regime existiert doppelt. Im eigentlichen Regime und in seiner Antithese. In jedem Regime wohnt auch die eigene Negation inne. Und ich habe ja am Anfang von einer Dummheit gesprochen. Und da habe ich an eine tragikomische Anekdote gedacht. Man muss ja auch mal lachen, das ist wichtig, obwohl die Geschichte eigentlich traurig ist. Es ist vor langer Zeit passiert. Ich hoffe, ich kann mich jetzt auch wirklich vollständig und übers Internet daran erinnern und das auch rüberbringen. Da war ein junges japanisches, frisch verheiratetes Paar auf Hochzeitsreise. Die fahren nach Kenia auf eine Safari. Das war auch damals in den Zeitungen. Ich lebte damals im Vereinigten Königreich. Und die japanische Kultur hatte dieses bidimensionale, diesen Hang zum Fotografieren schon vielleicht früher als der Westen. Dort auf der Safari sehen sie einen Löwen in der Savanne. Sie steigen aus dem Jeep, um ihn zu fotografieren, und der Löwe frisst dieses Paar auf. Das ist wirklich der Unglauben an den Tod. Und das wollte ich mit meinem Text ausdrücken. Ja, das heißt jetzt wirklich programmiert sein auf Bidimensionalität, dass man gar nicht in Erwägung zieht, dass man irgendwo am Ende der Welt von einem Löwen gefressen werden könnte. Und dann die Frage, wie verändert man die Welt? Da gibt es etliche Probleme, die habe ich in einigen meiner Texte auch näher beleuchtet. Aber ich sehe hier zwei Problematiken. Das eine ist die Krise des moralischen Diskurses. Heutzutage ist es unmöglich geworden, dem humanitären Diskurs Gehör zu verschaffen. Und das müssen wir anerkennen. Denn wenn wir das nicht anerkennen und erkennen, dann werden wir einfach unsere Zeit vergeuden. Einer der Teilnehmer schreibt zum Beispiel eine Frage zu Guatemala und den dortigen Menschenrechtsverletzungen hier in den Chat ein. Der Genozid in Guatemala, das ist ja wirklich unerhört, was da abläuft. De los peritajes, de los laudos sobre uno de los crímenes. Ja, da passieren wirklich viele Verbrechen, diesen Völkermord in Guatemala, und diese Barbarei geht den Menschen gar nicht mehr zu Herzen.
die davon lesen oder darüber hören, weil das schon quasi Normalität geworden ist. In unserer Zeit hat man sich daran gewöhnt, Gewalt und Grausamkeit als normal zu betrachten. Und ich wüsste eigentlich sogar gerne, wie das in Deutschland in der Nazi-Zeit war, ob auch da diese Barbarei, die Grausamkeit so in den Mainstream übergegangen war, so normal geworden war. Vielleicht auch nicht, weil sie ja versteckt ablief. Ich weiß es nicht, ich bin da einfach neugierig. Aber heutzutage sehen wir in den Nachrichten, in den Zeitungen, auf den Fotos viel Barbarei. Und wir bleiben untätig, genauso wie im Hinblick auf Syrien, auf Palästina, auf die Kurden und Kurdinnen. Und die Gefangenen, die isoliert auf einer Insel gehalten werden, von denen wir gar nicht wissen, ob sie noch leben. Wir bleiben untätig, weil das Leben so geworden ist, weil die Geschichte uns dahin gebracht hat, weil wir Menschen so sind. Und der, die... Immer die Passe, wo der Zeitpunkt wäre, wo ich irgendwie mich einmischen kann, ohne zu unterbrechen. Insofern ich die unhöfliche Tat und sage, ich finde es sehr gut, dass du uns jetzt in die Konkretisierung der Diskussion hineinführst. Ich selbst kann den Chat hier nicht sehen, sondern ich würde jetzt eigentlich gerne unsere Backstage-Koordinatorinnen aufrufen und Julia Manek noch mal sagen, Julia, kannst du uns vielleicht an der Stelle jetzt ein paar Fragen aus dem Publikum mit hineingeben, die also genau passen zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind, sozusagen der Konkretisierung und Verdichtung der Widersprüche, um die wir uns gerade drehen. Ja, das hoffe ich zumindest. Ich glaube, da gibt es extrem viele Fragen. Also ich sehe sie ja hier vorbeilaufen, wirklich viele. Die meisten sind allerdings nicht auf Spanisch, somit kann ich sie nicht lesen. Julia, wenn ich bündel darf, für uns alle jetzt. Genau. Wenn ich, danke schön. Der Chat ist explodiert. Also einmal vor auch tatsächlich vor Glückwünschen und zu sagen, was für tolle Beiträge. Also vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir wirklich genau da ansetzen können, wo ihr gerade seid. Und es ist auch schwierig, wenn man gerade vom Löwen gefressen ist, dann plötzlich aus den Vollen zu schöpfen. Aber im Chat wurden vor allen Dingen auch so sehr, sehr grundlegende Fragen angesprochen und die will ich nicht übergehen. Also einmal wurde gefragt, auch so grundlegend, was ist gemeint mit der Arbeit für das Leben? Was ist es eigentlich? Der Arraigo Kommunal, also wie können wir gerade in unseren Kämpfen einerseits im Alltag, aber andererseits eben auch den Kontakt zum Leben, zum Körperlichen, zur Empathie wiederfinden. Und auch gerade jetzt, wo wir zweidimensional auf diesem Bildschirm sind, gibt es sowas wie in diesem digitalen Leben eine Solidarität der Körper. Das als eins und die Verwurzelung oder auch die Solidarität im Kommunalen wurde auch immer wieder gefragt. Die westliche, also Eva hat es auch gesagt, die westlichen Communities geprägt von Sachherrschaft. Kann es denn sowas geben hier wie ein Arraigo Kommunal? Oder gibt es eine genealogische Unterscheidung, die das eigentlich verunmöglicht? Und dann aber eben auch, ist es denn wirklich immer was Gutes, die Verschränkung von Natur und Leben? Ist denn nicht eigentlich auch die Natur eigentlich die Urgrausamkeit? Gibt es nicht auch ein Denken des Todes, das den als die Möglichkeit des Daseins überhaupt versteht? Und ist man nicht auch bei dem Leben oder bei der Revolution für das Leben eigentlich auch dann bei dem nackten Leben von Agamben, also das entrechtete Leben? Und ist es wirklich das, worum es geht? Damit würde ich mich zurück ins Funkhaus melden. Ja, danke schön. Und ich rufe jetzt vielleicht zuerst einmal Eva wieder ins Spiel und ein Kommentar von dir und dann macht Rita weiter. Gut, das würde ich jetzt aber kurz halten. Und ich hoffe, das Echo ist jetzt besser. Sehr gut. ich sag was zu dem Leben, weil das so grundlegend ist. Also es ist gerade der lateinamerikanische Feminismus, der mich
in dem Mut und auch Wahnwitz bestärkt, den Begriff zum Zentrum der Analyse zu machen. Und erstmal scheint es ja erstaunlich zu sein, Revolution für das Leben, wenn auch die Abtreibungsgegner einen Marsch für das Leben machen. Und mir scheint aber, dass man sehr klar unterscheiden kann zwischen solidarischen, emanzipativen Lebenspolitiken und zwischen autoritären bis hin zu faschistischen Lebenspolitiken, weil die sich nämlich unterschiedlich aufs Leben beziehen. Und die letztere bezieht sich immer als ein partieller Todeskult auf das Leben, sodass ein Teil dem Aussterben oder eben der Verdinglichkeit ausgesetzt wird, damit das Leben so, wie es herrschaftlich eingehegt ist, also zum Beispiel als patriarchal angeeignete Reproduktionsfähigkeit von Frauen oder auch als gesellschaftlich angeeignete Arbeitskraft von Sorgearbeiten, damit das Leben in genau diesen Bahnen, diesen Zäunen gepanzert und beibehalten werden kann. Und mir scheint die Furcht, dass man mit dem bloßen Leben bei so einer faschistischen Lebenspolitiken ankommt, die löst sich auf, wenn man, wie viele feministische Kritikerinnen von Agamben das ja schon getan haben, sagt, dieses bloße Leben gibt es nie. Es gibt entweder das herrschaftsförmig verdinglichte Leben oder es gibt das Leben, das uns was angeht, mit dem wir verbunden sind, für das wir sorgen. Also es gibt da sozusagen keine Neutralität. Und der universal erhaltende und verbindende Bezug aufs Leben, der ist schon dann nah dran an der solidarischen, emanzipativen Variante. Und deshalb, so kann man vielleicht auch noch mal eingehen auf diese Frage, wie soll man solidarisch sein durch all diese remote, virtualisierten Kanäle? Und ich glaube schon, dass man auch da unterscheiden kann. Ja? Also ich meine, allein schon zwischen Zoom und Big Blue Button gibt es einen Unterschied. Und es gibt einen Unterschied zwischen solidarischer Abstandnahme, wo man eine Maske trägt, um eine Begegnung in Sicherheit zu ermöglichen, und dem Prozess, in dem Homeoffice den Firmen entgegenkommt, damit sie dann die Büroräume verkaufen können und darauf spekulieren. Also ich glaube, da lassen sich ganz gut Unterscheidungen treffen, auch wenn man bei diesem sehr globalen Begriff des Lebens fest ansetzt. Aber jetzt will ich Rita hören. Kannst du direkt antworten? Ich werde, bevor Jule mit dem nächsten Paket kommt, uns trotzdem noch mal dahin führen. Ich würde gerne auch noch mal über Solidarität als politisches Projekt, Solidarität als feministisch-politisches Projekt, als sozusagen Kernanliegen des Streits um unsere Möglichkeiten und Grenzen der transnationalen Verständigung, der gemeinsamen oder auch nicht Gestaltung von Zukunft und Gerechtigkeit. Dazu würde ich gerne noch eine Runde einlegen, aber jetzt erst Rita auf das Bündel von Fragen, das Julia uns präsentiert hat. Ja, sehr gerne. Das sind komplexe Fragen, ganz klar. Zum Beispiel die Frage der Solidarität oder auch, oder anders gesagt, ich versuche, dass Wahrnehmung entsteht. Und ich habe ja von amphibischen Wegen gesprochen oder einem amphibischen Beschreiten von zwei Wegen. Der Text ist natürlich ziemlich dicht und den so auf einen Satz, auf einen Sitz zu verarbeiten, ist natürlich auch schwierig. Also dieses Amphibische bedeutet, wir versuchen mit einem Fuß auf dem einen Weg und mit dem anderen Fuß auf dem anderen Weg, auf der anderen Modalität der Existenz unterwegs zu sein. Es gibt keine reinen Systeme, die gibt es ganz einfach nicht, die existieren nicht. Also zum Thema Solidarität, ganz klar.
Natürlich ist es nützlich, dass wir uns heute in dieser Form verständigen können, miteinander reden können, ganz zweifellos. Aber es gibt da immer so einen blinden Fleck, finde ich. Wir sind in einem System mehr oder weniger gefangen. Und klar können wir so kommunizieren, wenn es keine andere Möglichkeit derzeit gibt. Aber ich zumindest spüre etwas auch darin, wie uns diese Form der Kommunikation, diese Videokonferenz auch ermüdet, wie das auch anstrengend ist. Wir müssen viel größere emotionale Anstrengungen unternehmen, um rüberzukommen. Zumindest meinem Körper geht es so. Ich muss viel stärker gestikulieren, viel ganz anders betonen, damit Kommunikation effektiv zustande kommt. Das ist zumindest mein Eindruck. Und das meine ich, wenn ich sage, es fehlt was. Und dieser blinde Fleck, das ist auch ein wenig der Weg, auf den uns dieser Kapitalismus drängt. Das heißt aber nicht, dass es rechts und links von diesem Weg nichts anderes gibt. Das heißt auch nicht, wenn ich etwas behaupte, dass ich das andere negiere. Ja, Vorsicht. Ich bin sehr kritisch gegenüber dem Monotheismus in Europa. Der gilt selbst für Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Also es gibt einen Gott, es gibt eine einzige Wahrheit, eine einzige Schönheit, eine einzige Art, sich wohlzufühlen oder wohlhabend zu sein. Nein, das stimmt ja so nicht. Und es gibt eine parakonsistente Logik. A und B können gleichzeitig wahr sein. Das ist eine Logik, die für viele Völker das Überleben gesichert haben, für beispielsweise schwarze Gruppierungen, schwarze Menschen auf unserem Kontinent, die sagen, ich bin Christ, aber ich glaube auch an die ursprüngliche afrikanische Religion oder an die Pachamama, die Erdmutter in Lateinamerika. Ja? Ich kann beides sein, ich kann an beides glauben. Und so können Menschen ihr Überleben viel leichter sichern. Das sehen wir ja in den 500 Jahren, die wir jetzt bereits dieses ständige Massaker auf unserem Kontinent schon überleben. Die klassische Logik sagt, man muss konsequent sein und kohärent. Ich komme hingegen eher aus der Logik als Anthropologin, wo ich in verschiedenen Völkern und Dörfern einfach auch andere Dinge sehe und beobachte. Und es gibt dieses Nicht-Alles, von dem auch schon die Rede war. Also, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, heißt es nicht, dass andere Dinge nicht existieren, nicht auch ihre Bedeutung haben oder nicht auch funktionieren. Zum Thema Solidarität. Solidarität ist natürlich ganz grundlegend. Ich habe an anderer Stelle auch schon gesagt, die Maximen der Französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, da müsste eigentlich noch eine vierte Dimension dazu. Ich habe das irgendwo mal, glaube ich, an der Sorbonne gesagt. Also ja, das ist natürlich Häresie, wirkliche Ketzerei. Die vierte Dimension ist die Reziprozität und Solidarität. Das ist nicht das Gleiche. Solidarität ist extrem wichtig. Die Reziprozität gibt uns Wurzeln, verankert uns vor Ort. Solidarität kann von oben kommen, von ganz weit oben. Die brauchen wir, die ist auch wichtig. Die ermöglicht in vielen Situationen überhaupt nur Überleben. Aber was uns verwurzelt, ist Reziprozität, Austausch. Du, ich, wir beide, die Intersubjektivität. Die westliche Philosophie hat das ja auch schon längst behandelt, Existenzialismus und so weiter. Das Ich, das Du, das ist die Art, es zu existieren. Du gibst mir etwas, ich gebe dir etwas, wir treten in Beziehung. Solidarität und Reziprozität sind nicht das Gleiche. Das Ganze ist natürlich auch wieder ein erschöpfendes Thema, das wir jetzt nicht behandeln können. Aber ich habe es angerissen. Dann die Frage, ob nicht Natur auch grausam ist. Die Natur ist nicht pervers, nein, aber sie ist grausam, denn wir verstehen den Tod, der in der Natur vorkommt, als etwas Grausames. Aber das Menschliche, was dann reinkommt, ist die Perversion. Und da möchte ich eine Unterscheidung treffen.
Kann man sagen, eine Katze ist pervers, weil sie mit der Maus so lange stirbt, bis sie tot ist? Oder mit dem Vögelchen? Klar, das sind Fragen, die man besprechen kann. Aber ich glaube letztlich, dass der Mensch diese strukturelle Psychopathie in sich trägt oder haben kann. Diesen grausamen Narzissmus, der die Schwäche anderer bedingungslos ausnutzt, dieses Mandat der Männlichkeit propagiert, in dem Perversion steckt. In der Natur finden wir die Grausamkeit des Lebens. Ja, und die Entwicklung hin zum Tod. Aber die Grausamkeit von Menschen ist nicht die gleiche Grausamkeit, die wir in der Natur sehen. Aber klar, das ist ein Thema und eine absolut valide, gültige Frage. Wie kommen wir raus aus der Situation? Ich glaube, das Geheimnis ist das Folgende. Man kann Wünsche, man kann Streben nicht einfach per Dekret abschaffen. Ich glaube nicht an Dekrete. Ich glaube an den Weg, die Veränderung der Wünsche. Und ich glaube, die Geschichte ändert sich, wenn unsere Wünsche sich ändern, wenn unsere Bestrebungen sich ändern, wenn wir das finden, was uns glücklicher macht. Das ist dann wiederum die Bindung, das Erschaffen von Bindungen, von Gemeinsamkeit. Also das Thema des Glücks ist ganz zentral und die Ziele des Glücks sind wichtig, um zu verstehen, wie eine Gesellschaft sich bewegt. Eine Gesellschaft bewegt sich, wenn sie Formen findet, identifiziert, das Glück herzustellen. Also auch das sind alles extrem lange Themen, über die ich jetzt nicht erschöpfend natürlich sprechen kann. Wie ich mich an die Zoom-Realitäten angleiche und daran gewöhne. Ich habe gerade die ganze Zeit geradezu physisch wahrgenommen, dass Eva gerne noch mal antworten möchte. Also ich habe es wirklich körperlich gespürt. Ich würde gerne einen Einwurf in der Mitte noch stehen, hinzufügen. Sozusagen, in meinem Verständnis ist Solidarität, das ist nicht mein Verständnis, geht zurück eigentlich auf die radikalen Theoretikerinnen der feministischen Solidarität. Also wenn wir bis zu Bell Hooks gehen oder eigentlich auch schon vorher Angela Davis, sagen uns ohne Reziprozität keine Solidarität. Also die beiden gehören fest zusammen. Ich würde es verkoppeln und würde ein gemeinsames daraus machen. Eva, eine ganz kurze Antwort noch mal von dir, wenn du möchtest. Und dann würde ich Jule für eine ganz kurze letzte Runde zu uns bitten. Die leisten wir uns einfach noch, bevor wir den Abend beschließen. Frau Ute, danke dir für so viel Empathie. Ich stimme dir total zu mit der Solidarität. Ich wollte das auch sagen, dass ich finde, das Vierte, was fehlt, ist eigentlich eher die Weltwahrung, also der Bezug auf Naturbefreiung. Und Solidarität, würde ich sagen, ist sogar nicht nur reziprok, sondern sie ist auch bedürfnisorientiert, wenn sie gehaltvoll sein soll. Also so haben wir das zum Beispiel beim jungen Marx oder sowas. Und ich glaube, ich habe jetzt doch einen Dissens mit Rita Segato über die Natur, denn ich würde nie sagen, dass die Natur grausam ist. Das ist vielleicht auch ein Übersetzungsproblem. Es gibt Gewalt in der Natur, aber es gibt zwei Schnitte, die wir als Menschen in der modernen, westlichen Moderne und im Kapitalismus setzen, zwischen Eigentumssubjekt und Objekt und auch in der Wertschöpfung zwischen Abfall und Wert, die es nicht gibt in der Natur und die für sozusagen ganz viel Lebenszerstörung so zuständig sind. Und das wollte ich noch anmerken. Ja, da bin ich einverstanden. Nicht harmonisch, ja. Also man muss kämpfen und arbeiten, damit nicht nur überall nur Disteln wachsen. Okay. Ich fände noch viel mehr Gegensätze, die ich gerne auch noch besprechen würde. Aber ich will jetzt noch mal eine Runde unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen zu Wort kommen lassen. Julia, gibst du uns bitte eine letzte, nein, nicht eine Runde, eine oder zwei handhabbare Fragen für eine kurze Abschlussrunde. Drei.
Eva hätte aber gerne drei. Okay, also tatsächlich geht es ja bei den Fragen um die Wurst, denn es werden große Fragen gestellt. Also es wird gesagt, ja, aus den Vorträgen und aus der Konferenz selber wird doch auch auf die Verantwortung von uns allen abgezielt, also wie jede und jeder Einzelne dieser Verantwortung eigentlich gerecht werden kann und vor allen Dingen auch, wie wir unserer persönlich empfundenen Ohnmacht eigentlich entgegentreten können. Und diese Ohnmacht, auf die bezieht sich auch eine Frage, die sagt, inwiefern glaubt ihr denn eigentlich, dass diese Ohnmacht, die wir fühlen und die beschrieben wurde, eigentlich mit einer Globalisierung des Schmerzes und der Allgegenwärtigkeit globaler patriarchaler Machtverhältnisse zusammenhängt? Also die Frage nach Ohnmacht. Ja, genau. Und dann aber wollen wir wissen, wie geht das denn, diesen globalen Schmerz zu spüren, im lokalen Handlungsfähigkeit zu bleiben und trotzdem auf einer globalen Ebene Solidarität und Empathie zu erkämpfen. Damit vielen Dank und bis später. Gleich nochmal am Ende. Dankeschön, Julia. Ganz herzlichen Dank. Wir kommen gleich am Ende nochmal darauf zu sprechen, dass der morgige Tag eigentlich der ist, der uns in die Praxen sozusagen der Weltbearbeitung hineinführt. Wir haben hier heute noch das Recht gelassen, über die theoretischen Perspektiven zu reden und unsere Analysen auszubreiten. Also ihr müsst jetzt nicht abschließende Antworten auf diese großen Fragen finden. Eva, fängst du nochmal an, bitte? Ja, sehr gern. Ich frage mich, ob diese Frage nach der Ohnmacht nicht schon so ein bisschen zusammenhängt mit dem, was Rita Segato die Allmachtsfantasie genannt hat. Denn, also ehrlich gesagt, die Vorstellung, also ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, dass man überhaupt noch irgendwie ein bisschen was machen kann, angesichts dessen, wie miserabel die Lage ist. Und ich finde das sozusagen wichtig, sich zu verabschieden von der Vorstellung auch von Revolution und sozialem Wandel, wo man irgendwo am Hebel sozusagen das Rad umkehren kann, ja, sondern die Frage ist, also und wir sind eben da jetzt gerade auch als Linke global sehr schwach und dann ist die Frage, wie kann man sich überall, wo man ist, so organisieren, dass sich da die Beziehungsweisen mit Adamczak ändern und ich finde, da haben wir jetzt auch viel gehört an Handhaben, wie das, also welche Qualitäten sich ändern müssten, damit zumindest dann verteidigbare Räume und Rückhalte für den Kampf entstehen. Und damit man auch sieht, an welche Grenzen man stößt, wo man dann gegen Strukturen kämpfen muss. Und dieses sozusagen ständige Herstellen von Solidarität ist, denke ich, das einzige Gegenmittel gegen die Verzweiflung. Und für wirkliche Hoffnung brauchst dann eben also große soziale Bewegungen, in denen das zusammenkommt. Und dann die zweite Frage nochmal mit der Solidarität und der Positionalität. Na, ich glaube, da braucht man dann, letztendlich braucht man vielleicht sogar also Theorie und Narrative und Wissen, so wie sie diese Konferenz jetzt zum Beispiel zu sammeln versucht, wo man sich nicht unmittelbar mit dem Schmerz der anderen identifiziert und dabei dann all die Hierarchien und Differenzen verwischt, die eigentlich bestehen und sich vielleicht auch mit so einem überhobenen Mandat, ich spreche im Namen dieser und jener Opfer, ausstattet, sondern eine Rekonstruktion all der Wechselbeziehungen und der Verbundenheit, die also auch unsere Privilegien, aber auch auch das privilegierte Leiden sozusagen mit dem deprivilegierten Leiden verbindet. Das wäre, glaube ich, die Aufgabe. Ich ganz zum Schluss. Rita hat das schon, finde ich, manifestiert, wofür sie bekannt ist, eine radikale Pluralistin zu sein. Jetzt hoffe ich, dass sie mit ihrem Schlusswort uns auch noch mal sozusagen in ihren Optimismus des Willens hineinführt und die Frage nach den Solidaritäten vielleicht auch noch mal mit der Stärke oder also mit Anschauungen und Evidenzen, empirischen Belegen aus den Stärken der lateinamerikanischen Bewegungen beantworten kann. Das Schlusswort ist deines. Ja.
Ich denke, der Kampf ist an allen Fronten. Bevor ich Feministin bin, bin ich Pluralistin. Ich denke, es gibt unterschiedliche Formen des Vertikalismus und innerhalb des Feminismus selber gibt es unterschiedliche Stränge. Und das sollte als Methode der Politik nicht genutzt werden. Es gibt unterschiedliche Wege. Und wir werden die Welt nur verändern können durch eine gesellschaftliche Bewegung. Von daher ist es wichtig, die gesellschaftliche Bewegung und die sozialen Bewegungen zu unterscheiden. Die sozialen Bewegungen sind wichtig, solange sie nicht territorialisiert werden. Also zum Beispiel, ich habe hier Texte zur territorialer Politik oder Netzwerke. Wenn du zu deinem Netzwerk gehörst, dann respektiere ich dich und höre dir zu, aber du musst einen bestimmten Vertikalismus anerkennen. Das führt zu keinem Ergebnis. Das haben wir jetzt nun lange gehegt und auch die feministischen Bewegungen haben sich da festgehangen und sind etwas kolonisiert worden von dieser Phase der Politik. Und ich denke, wir müssen die Politik neu erdenken. Unsere politische Fantasie muss neu erweckt werden, denn sie schläft. Und ich gehöre dazu. Ich habe jetzt auch keine Glaskugel, um zu sagen, wie wir das schaffen können. Ich weiß nur, dass allein die Gesellschaft durch ihre vielfältigen Lösungen wird den Weg finden und es muss ein pluralistischer Weg sein. Und ich habe jetzt kürzlich entschieden, statt Utopie von Horizont zu sprechen, denn so wird Marxismus falsch ausgelegt, aber wir denken immer, dass die Gesellschaft der Zukunft ein vordefiniertes Format hat, dass wir also in der Lage sind, die Zeit nicht zu achten, also dass wir uns nicht darauf vorbereiten, dass die Geschichte ständig Überraschungen für uns hat, aber das muss so sein. Wenn es keine Überraschungen gibt, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Und wie ich in meinem Text bereits gesagt habe, dass Gesellschaftstier ist ein Tier, das sich vollkommen unerwartet verändert. Und in diesem unerwarteten Verhalten, in diesem nicht voraussehenden Verhalten, ist meiner Meinung nach die Hoffnung für die Zukunft. Und es ist ein offener Horizont. Ich habe keine Ahnung, wie diese Zukunft auszusehen hat. Denn um diese Zukunft vorauszusehen, um diese Zukunft festzulegen, dann wäre das schon ein Fehler, der in der Vergangenheit schon gemacht worden ist und der schon so oft zum Scheitern geführt hat. Also ich denke, dass diese Bewegung der Frauen auf den Straßen eine unterschiedliche Merkmale zeitigt. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, das hier auszuführen, aber Mann und Frau sind nicht nur zwei Körper, es sind zwei Geschichten. Eine Geschichte in der Öffentlichkeit, an der frischen Luft und die andere Geschichte ist in der Küche, hat sich in der Küche entwickelt. Und ich glaube, die Küchen sind jetzt auf die Straßen gegangen. Sie haben die Straßen besetzt und das ist heute auch hier unter uns passiert. Und wir müssen genau analysieren, was hat nun diese Politisierung für Charakteristiken? Ich habe 5 Adjektive entdeckt. Das sind nicht viele, aber es gibt etwas an der Haushaltsgeschichte, die jetzt die Politik erobern möchte. Wir haben die Minderheit anerkannt, wir haben das universelle Subjekt anerkannt. Und obwohl die Feministen das auch schon lange gesagt haben, es geht um weißen Mann, der gebildet ist, heterosexuell, wissen wir nicht so wirklich, aber zumindest ist er Familienvater, er hat eine Familie. Also wir haben schon über die Kritik dieses universellen Subjekts gesprochen, aber warum erkennen wir diese Minderheitsposition an, in eine Ecke gesteckt zu werden, einer Minderheitsgruppe anzugehören, die verachtet wird zusammen mit anderen Gruppen? Das ist das, dem wir am Ende setzen müssen. Es gibt keine Minderheiten und es gibt kein universelles Subjekt.
die koloniale Modernität oder die moderne Kolonialität hat die Normalität erfunden. Vor der Modernität, das normale Subjekt wird es vorher nicht, gab es vorher nicht. Und damit muss gebrochen werden. Und wenn damit gebrochen wird, mit unserer Unzufriedenheit, mit uns, bei den Frauen, bei den jungen Mädchen, wenn das endlich hervorkommt, bei den Transgender-Menschen, überall da, wo das Feminine sitzt, wenn diese Minderheit endlich platzt und dann die inhärente Politisierung der Feminität erkannt wird, dann wird die Welt vielleicht auch verändert werden und dann werden wir die patriarchalische Prähistorie der Menschheit einem Ende setzen können. Wunderbar. Das geben wir jetzt all denen, die morgen den ganzen Tag über ab 11 über reparieren, solidarisieren und revolutionieren, weitersprechen und weiterdenken, mit als Auftrag hineinzunehmen in das, worum es morgen gehen wird. Ich danke ganz, ganz herzlich für die Zeit, für die Energie, für die Verbindungen, die wir eingegangen sind, für diese wunderbare Diskussion und eure Beiträge. Noch nicht ganz verschwinden. Also, wie gesagt, morgen um 11 geht es weiter an dieser Stelle. Wir haben noch einen ganz langen, ganz spannenden Tag vor uns. Und jetzt oute ich mich abschließend noch als neuer Fan von diesem digitalen Come-Together-Spiel, was die Veranstalterinnen uns anbieten. Eigentlich hätte ich gesagt, ich bin irgendwie voll auf der Seite von Ritas Argument, die Zweidimensionalität ödet mich langsam so an. Aber ich gestehe, ich hatte gestern Abend richtig viel Spaß auf der virtuellen Begegnungsplattform. Es gibt sogar die Möglichkeit, sich in Separés zurückzuziehen, um zu tratschen und zu lästern, um irgendwie sich kennenzulernen und ganz neue Begegnungen stattfinden zu lassen. Also hoffentlich sehen wir uns gleich alle in der Raucherinnen-Ecke oder so. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Ich will mich nochmal für die Übersetzung bedanken. Ich hätte nichts verstanden ohne die. Es ist großartig. Das ist wahr. Für alles Mögliche haben wir zu danken. Für die Technik, für die Übersetzung, für die wunderbare Kommentare und Fragen gesammelt bekommen. Für alle Gelegenheiten, die hier geschaffen wurden. Quiero decir algo. Ich möchte noch etwas sagen. Ich finde es sehr traurig, dass ein Großteil der Fragen nicht gestellt werden konnten. Es sind ja teilweise ganz lange und ausgiebige Fragen. Ich denke, man sollte versuchen, da noch mal darauf einzugehen, denn die Menschen haben ja auch viel Zeit investiert und haben sicherlich Dinge, die sie bewegt. Also ich möchte die Organisatoren der Konferenz bitten, dass sie vielleicht noch mit diesen Fragen etwas machen und den Menschen nachträglich die Antworten liefern. Vielen Dank.